Hallo Leute, willkommen zu den täglichen Herausforderungen vom Montag, den 20.04. Wir müssen heute wieder eine Distanz zurücklegen. Dabei ist es vollkommen egal, ob ihr das per Pferd, zu Fuß, mit dem Boot oder mit dem Zug macht oder mit der Straßenbahn. Das ist vollkommen wurscht. Wir müssen wieder einem Hund zu etwas Interessantem folgen. Ich blende euch hier gleich mal die Karte ein mit den Hunden, wo die anzutreffen sind. Und wir müssen heute ein Geschäft in Valentine besuchen. Den Gipfel des Mount Hagen besteigen und da oben gibt es eine Schnapsflasche, habe ich hier im Video drin. Möwen dürfen gerupft werden, wir dürfen Schafgarben aufsammeln, das ist ja wohl mal easy. Und Spieler in Freeroom Events im Nahkampf töten und das dreimal. Bei den rollenspezifischen Herausforderungen, hatte ich schon erwähnt, dürfen wir heute wieder antike Schnapsflaschen einsammeln. Vogeleier dürfen gefunden werden, ich habe hier nochmal im Video drin, wie man die vom Baum runterschießt. Und wir dürfen wieder eine schwierige oder legendäre Kopfgeldmission starten und dann natürlich das Übliche noch dazu. Als erstes hatte ich heute früh mal den Mount Hagen bestiegen und einige machen sich schon wieder einen Spaß draus und belagern den Mount Hagen und versuchen andere Spieler davon abzuhalten, hier zum Beispiel die antike Schnapsflasche zu bekommen. Aber das soll mich jetzt nicht weiter stören. Ich war auf defensiv eingestellt und konnte so an den Störenfrieden vorbeireiten. Aber ich habe schon wieder etliche tote Tiere, also tote Pferde von Mitspielern auf der Karte sehen dürfen heute früh. Aber das ist jetzt erstmal die antike Schnapsflasche, die eine, die wir bei diesem Wachturm mitnehmen können. Und dann im unteren Stockwerk, da war irgendwas Mysteriöses und zwar waren da zwei so glitzernde Flaschen gewesen. Ich denke mal, das ist wieder irgendein Anzeigefehler, aber es schaut nett aus. Schaut vielleicht mal auch, ob ihr diese da entdecken könnt. Also ich habe da diese zwei Flaschen da gefunden, die glitzern so, als ob da so ein Wunderelixier drin ist. Nett anzuschauen, aber bestimmt ein Anzeigefehler. Also ich konnte sie nicht aufnehmen oder sonst irgendwas. Wollte ich euch nicht vorenthalten, hatte mich auch ein bisschen gewundert, dass die dort standen, aber was soll's. Wir müssen ja heute nach Valentine und da ein Geschäft besuchen, aber Valentine ist natürlich auch Schafgarbenland. Und ich habe es jetzt mal ungeschnitten hier drin gelassen, also einfach von der Schnellreise hinter den Bahnhof geritten sozusagen und da stand schon der... Die ersten Blumen, Schafgarben natürlich und ihr seht es im Hintergrund, habe ich extra so gemacht, dass man den Bahnhof von Valentine sieht und dort ganz in der Nähe war auch schon der zweite Strauch gewesen sozusagen und das habe ich euch hier auf der Karte markiert. Ihr braucht eigentlich nicht mehr, aber Schafgarben findet ihr auch bei der Emerald Ranch und das ist wirklich so ein Allerweltskraut, also da blende ich heute keine großen Karten ein. Aber im Saloon in St. Denis, falsch ausgesprochen und sowieso, nein, in Valentine, der Saloon, der eine, dieser hier, dort ist eine Schnapsflasche hinter der Theke sozusagen. Das ist hier die Karte von dem Saloon und da könnt ihr natürlich die antike Schnapsflasche finden. Und jetzt besuchen wir noch mal kurz den Doktor. Zack, kurz mal reingeschaut und ins Geschäft reingepupst und schnell wieder verschwunden. Das ist auch easy. Und jetzt habe ich die dritte Schnapsflasche in der Nähe von Madame Nazar gefunden. Und ihr habt es gerade im Bild gesehen, diese Distanz war dann auch irgendwann mal abgeritten. Also das dürfte auch kein größeres Problem sein. Und hier ist die dritte antike Schnapsflasche sozusagen. Diese Halbinsel südlich von Fenhorn und das ist schon fast Bluewater Marsh und ihr seht es, Madame Nazar dort in der Nähe. Ich zeige es euch auch nochmal auf der Karte, also alles von heute natürlich für euch angeritten und an Madame Nazar vorbei und dann dachte ich mir, könnte man auch noch ein Vogelei machen, hat man auch lange nicht mehr drin, wie man ein Vogelei aus dem Nest rausschießt. Natürlich mit dem Warmengewehr gibt es im Gunshop für 72 Dollar oder mit Pfeil und Bogen und dann bitte Kleinwildpfeile benutzen oder ihr schaut in die Karte von Gene Robke, da steht das auch noch mal ganz explizit drin, wenn man auf das Ei draufklickt,
Und hier ist die Location von diesem einem Ei. Ich habe mehr nicht drin, aber in der Karte findet ihr natürlich den Link von der Karte zur Karte von Jim Rofke. Nee, passt schon. Ich muss gleich Möbeltransport machen. Ich bin ein bisschen durch den Wind und mache das hier alles auf der Schnelle. Und ich schneide jetzt nichts raus. Wer keine Möwen findet, Turbin Windfield starten. Und dann gleich beim Start von Turbin Windfield könnt ihr hier im Norden von Thieves Landing die Möwen antreffen. Aber im Free Room dürfte es eigentlich normal auch kein Problem sein. Und ich zeige euch noch hier die anderen Location, wo man Möwen antreffen kann. Und ich zeige euch nochmal zum Ausklang sozusagen die Karte mit den Hunden, wo man den Hunden zu etwas Interessantem folgen kann. Und ich ahne Böses, weil letztes Mal waren die Kommentare niederschmetternd mit diesen Hunden. Ich ahne mal, dass ihr kaum Hunde finden werdet. Und ich sage ciao.